Und welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihrer Sicht daraus für das pädagogische Handeln für Menschen mit Down-Syndrom? Ich finde, eine Konsequenz sollte sein, dass wir uns überlegen, wie werden Unterrichtsmaterialien und auch die vorbereitete Umgebung grundsätzlich aufbereitet. Also, wenn ich jetzt als neurotypische Person ein Unterrichtsmaterial vorbereite und denke, es ist soweit übersichtlich, ich verstehe, also zum Beispiel jetzt ein Arbeitsblatt, ich habe die Elemente gut verteilt, es ist für mich übersichtlich, dann muss ich noch davon ausgehen, dass es für Menschen mit Trisomie 21 erstmal nicht übersichtlich ist und dass das vielleicht noch in gewisser Weise reduziert werden sollte. Nicht unbedingt, was den Inhalt oder die Komplexität angeht, aber das können auch schon grafische Elemente sein, die eigentlich unnötig sind, wie irgendwie ein Copyright-Hinweis oder eine Lochung. Das sind Dinge, die auf einem Arbeitsblatt eigentlich gar nicht stehen müssen. Das ist eine Konsequenz, die eben auch die vorbereitete Umgebung, den Raum, in dem unterrichtet wird, betrifft, dass der auch übersichtlich gestaltet wird. Und eine andere ist, dass wir gerade deshalb, weil der Aufmerksamkeitsumfang verkleinert ist, auf abstrakte Lernmaterialien zurückgreifen. Das heißt, man sollte nicht in allerkleinsten Schritten arbeiten, sondern immer das große Ganze im Blick haben und sich dann den konkreten Details widmen. Das klingt paradox, also einige Personen gehen davon aus, dass Menschen mit Trisomie 21 nicht abstrakt denken können, aber unsere Erfahrung ist, dass gerade diese abstrakten Unterrichtsmaterialien es ermöglichen, trotz des verkleinerten Aufmerksamkeitsumfangs sich ein gutes Bild von einem Unterrichtsmaterial zu machen. Würde man jetzt immer nur ganz kleinen Schritten gehen, also versuchen in kleinen Schritten sich etwas in gewisser Weise anzuschauen und dann kann es eben passieren, dass das aus dem Blickfeld gerät, wofür wir gerade lernen, was der übergeordnete Lerngegenstand eigentlich ist und ja, was das alles zu bedeuten hat. Die Zusammenhänge sind wirklich von ganz großer Bedeutung im Unterricht von Personen mit Trisomie 21. Könnten Sie ein Beispiel machen für einen höheren Abstraktionsgrad, der vielleicht hilfreicher ist als ein kleinschrittiges Zerlegen? Ja, also ein Beispiel ist tatsächlich die Ganzwortmethode. Wenn wir mit dem ganzen abstrakten Wort zuerst arbeiten, dann lernt das Kind mit Trisomie 21, wofür wir dieses Wort eigentlich haben. Also wir haben es mit einem Wort zu tun, das etwas beschreibt, mit dem wir Dinge bezeichnen können, die wir jederzeit wiederlesen können, ohne dass man sich jeden einzelnen Buchstaben bisher aneignen musste. Und das Schöne ist an so einem Ganzwort ist natürlich, dass man dann auch, nachdem man es abstrakt betrachtet hat, dass man auch konkreter werden kann. Das heißt, man guckt sich die Silbenstruktur an und in einem nächsten Schritt dann die Buchstabenstruktur. Das ist eine Möglichkeit. Etwas, was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass es wichtig ist, dass man, wenn man jetzt zählen möchte, insbesondere mit älteren Kindern und Jugendlichen mit Trisomie 21, dass man sich auf gar keinen Fall im kleinen Zahlenbereich, also auf den kleinen Zahlenbereich, sagen wir mal 0 bis 5 oder so, fokussieren sollte. Das kann als Einstieg mal ganz nett sein, man sollte aber möglichst bald in größere Zahlenbereiche gehen, um überhaupt zu zeigen, zu verdeutlichen, was wir mit Zahlen eigentlich abbilden können, was wir mit Zahlen erreichen können.